Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Lange ist es her, seit ich ein Overwatch-Video gebracht habe. Heute ist es aber mal wieder soweit, weil es gibt einen neuen Modus. Aber ich bin gerade ins Spiel gekommen und habe gesehen, ich habe eine Lootbox. Also, bevor wir jetzt einfach mal starten, haue ich mir hier die Lootbox rein. Vielleicht gibt es was... Oh, ja, 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 ja. Es gibt einen Skin. Es gibt einen Skin. Oh, wie schön. Für Mercy den Dämon-Skin. Ja, den nehme ich doch. Obwohl Mercy jetzt eigentlich nicht so mein Scheiß, aber einen Legendary Skin, den nehme ich mit. Also, das hat sich schon mal gelohnt. Da bin ich ja schon mal richtig happy. Ja, dann kann es ja jetzt nur noch geil werden. Weil jetzt spielen wir gegen die KI. Ich werde jetzt einfach mal sozusagen im Spiel dann reindrücken. Das heißt, wir werden jetzt einen kleinen Cut sehen. Jahre nachdem wir den Krieg gewonnen hatten, waren wir einem gemeinsamen Leben in Frieden kein Stück näher gekommen. Eine neue Heimat für die Omnics in London sollte der erste Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Menschen und Omnics sein. Aber es war zum Scheitern verurteilt. Die Omnic-Extremistengruppe Null Sector startete einen Überraschungsangriff auf King's Row und übernahm dort die Kontrolle. Hunderte starben, Tausende verloren ihr Zuhause. Nun jagen sie die letzten Überlebenden. Das könnte der Beginn eines neuen Krieges zwischen Menschen und Omnics sein. Wenn wir sie nicht aufhalten, Commander Morrison hat unser Strike-Team damit beauftragt, die Stadt zu befreien. Das ist meine erste Mission und zugleich der einzige Weg, mein Zuhause zu retten. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Ja. Der Unterschied zu den normalen Aufstand, es gibt hier einen Modus, da kann man einfach jeden Char spielen, auf den man so Bock hat. Und dementsprechend habe ich mich dafür den entschieden und werde einfach mal mit Pharah heute spielen. Ich glaube, Pharah ist heute mal der Go-To-Guy oder Go-To-Lady für mich. Wie gesagt, das ist ein jetzt vorhandener PvE-Modus, den gibt es jetzt einen Monat. Und... Ja. Ich glaube, wir hören langsam, um was es geht. Wir müssen die Terminals hacken. Und halt einfach... Natürlich erstmal die Trooper, alles weg. Ich habe hier den Modus schwer eingestellt, für alle, die es interessiert. So, dann starten wir jetzt mal den Hack. Ah, wird schon gemacht. Und jetzt kommen hier Einheiten. Mal schauen, woher sie kommen. Einfach mal da reinhalten. So, jetzt werden wir den hier, weil den hat es erwischt gerade. Also von dem her, den brauchen wir noch, den jungen Mann. Weil ihr seht, da gibt es sonst mächtig Trouble. Das ist übrigens auch die neue der neue Charakter, Orisa heißt der. So, hier mal schnell aushelfen. Also, ich glaube, es ist recht schnell klar, um was es hier geht. Und wie gesagt, Modus ist schwer. Es gibt aber darüber nochmal zwei mehr. Also, wer sagt normal, das ist der einfachste Modus, der reicht mir nicht. Dann gibt es noch schwer, dann gibt es irgendwie Experte und darüber gibt es nochmal legendär. Also von dem her, da habt ihr doch ein bisschen was an Schwierigkeitsgrad vor euch, falls ihr sagt, nö, 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 hier diese einfache Kacke, die nehme ich nicht. Ich will schon, wenn dann richtig haben. Oh. Ja, offenes Gelände ist natürlich jetzt nicht so lässig.
Aber ist das kein Problem? Ultimate steht auch. Na, komm schon. Der Leistungsschub, der ist ganz nice. Von allen Seiten. Also meine Ultimate mal weggeballert. Und das Schöne ist, scheinbar haben die echt Probleme mit Zielen, die über ihn fliegen. Und jetzt müssen die Geschütze mal weg. Nein, 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 nein! Oh, 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 wiederbelebt mich. Vielen Dank. Aber das läuft gut, das Team macht hier gut mit. Aber wie gesagt, da hat es dann mich doch erwischt. Unerwarteterweise. So, ich bleib erstmal hier so ein bisschen oben. So, schaut ganz gut aus. Prozent. Oh, oh, da war doch schon einer. Renegator entdeckt. Ja, 96. Schaut gut aus. Auch da das Ziel erreicht. Sehr schön. Und jetzt zur Fracht. Also ich bin drauf, wegen mir kann man. So, wer fehlt denn da noch? Ihr müsst zur Fracht beim Uhrenturm vordringen. Los jetzt! Bodo, komm halt! Macht hier noch alles erstmal ready. So, jetzt ist er mal vollzählig. Mondsequenz eingeleitet. Sie wird ein paar Minuten brauchen, bis sie voll aufgeladen ist. Das ist eure gerechte Strafe. Also, ich muss sagen, ich mag Farrah einfach. Halten Sie sie von der Fracht fern, oder Sie werden sie in Stücke schneiden. Achtung! Die Fracht ist unter Beschuss. Und ihr seht, ich kann hier von oben super wirken. Das läuft echt wirklich gut. Oh, oh, oh. Böser Mann, böser Mann. Muss nur aufpassen. Sterben darf ich hier oben nämlich nicht. Weil dann habe ich nämlich ein Problem. 3 Minuten noch. Alle, viele haben ihre Alt ready, der Prophet und Meta heißt er. Detonator entdeckt, das klingt jetzt nicht so nett. Aber scheinbar haben die das, also da ist halt auch natürlich Ding wahnsinnig stark. Wie heißt er hier, unser Roboter?
Jetzt merkt man, jetzt wird es richtig, richtig anstrengend langsam. Ulti habe ich ready. Das, die hebe ich aber auf, wenn nochmal so eine dickere Welle kommt. Irgendwas stimmt mit der Macht nicht. Ich starte das System neu. Es sollte gleich wieder online sein. Ja, ja klar, lass dir Zeit. Haben wir ewig davon. Ist ja gar kein Problem. Die da, meint er. So, der musste weg. Er gedrückt halten. Den brauchen wir wieder. Und ihr merkt, jetzt wird's intensiv. Immer der Bode jetzt. Also der Bode, der muss da jetzt mal sich ein bisschen zusammenreißen, der Kamerad. Bastion geht's gut ab. Der ist wichtig. So, Ulti ist gleich wieder da. Die letzten Sekunden gehen ins Land. So, eskortiert die Fracht. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier unser Bodo mal ein bisschen länger am Leben bleibt. Denn langsam wird es anstrengend, den hier immer auf am Leben zu halten. Und jetzt, wie im normalen Modus, das Kart muss natürlich geschoben werden. Oh, oh, die hat mich aber diesmal richtig, hat mal richtig hingelangt. Wie ihr seht, bin ich da jetzt recht low. Und jetzt langsam aber sicher kommt es wieder zurück. Boah, jetzt wird es echt intensiv. Da höre ich schon wieder Bastion. Nein! Und das ist an der Scheißstelle passiert. Jetzt muss hier mal ein Team aufpassen, weil sie mich wiederholen wollen. Ja, genau. Perfekt. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Bestes nächster höre ich schon wieder. So, der war jetzt glaube ich mal nötig. Die Ultimate zu der Zeit.
Weil da war jetzt doch einiges. Und jetzt darf ich mich bereit machen. Ja, Heidewitzka, das kann ja was werden. Jetzt weiß ich, warum das schwer heißt und nicht hier normal. Also, das ist schon intensiv. Ohne Frage. Und ihr seht, die schlucken schon einiges an Damage. Ah, ein bisschen noch da hinten. So, Jungs, jetzt macht eure Ultis, macht alles. Wir brauchen euch. Und ihr seht, das Team... Jetzt schaut es richtig schlecht aus. Der eine hat jetzt gerade noch den anderen zurückholen können. Vielleicht den auch noch. Kampfunfähig in 6 Sekunden. Und ich glaube, mich haut's jetzt weg. Ja, ich bin raus. Da bin ich zu weit vor. Und ihr seht, einer alleine reicht. Da war's das schon. Und ganz ehrlich, ich dachte mir, so eine leichte Sache, das ist ja gar nicht schwer. Und da wird's nochmal happig am Ende der Runde. Ja, schade drum. Auch wenn das Highlight des Spiels mir gehört. Und ja, da gab's natürlich dann nochmal einiges zu holen. Aber hat nicht sollen sein. Schade drum, wirklich schade. Für den dritten Stern hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Aber manchmal soll es halt nicht sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diesen neuen Modus zu sehen. Und ich wünsche euch auch beim nächsten Mal wieder viel Spaß. Haut's rein, euer Alcaramba.